Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder aus dem Volksclub im Mark mit euren Moderatoren, der Alex und dem Alex. Heute haben wir auch wieder ein wunderbares, buntes Programm mit Volksküche, mit einem Konzert. Und zwar wird das wieder im Saal stattfinden mit Soriso, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, und mit Daisy O'Hara. Und mit denen werden wir auch noch ein Interview führen nachher. Genau. Das nächste auf dem Programm, was heute parallel stattfindet, ist die Bike Kitchen. So wie jeden Donnerstag kann man quasi vorbeikommen, wenn man irgendein Problem hat mit dem Fahrrad, was repariert werden muss. Wir haben auch schöne Deko mitgebracht. Das Coole an der Bike Kitchen ist, dass man das Fahrrad nicht einfach abgibt und von jemand anders reparieren lässt, sondern man kann alles selbst reparieren und wird dabei angeleitet. Das Positive daran ist auch, dass es dementsprechend dann halt keine Arbeitszeit kostet oder sowas, sondern man muss selber nur für die Materialkosten aufkommen. Genau. Richtig. Und auch heute wurde wieder gekocht, wie ich bereits angekündigt habe. Heute gibt es ein nepalesisches Linsencurry. Das ist super lecker. Dal Bhat Tarkari. Kann ich nur jedem empfehlen. Diesmal von mir gekocht. Der Martin ist zwar auch da, aber... Genau. Und auch in der nächsten Zeit werden wir wieder einige sehr coole Sachen auf dem Programm haben. Zum Beispiel nächsten Freitag wird am 29.04. wird wieder ein Metal-Konzert aus der Feast-Reihe sein. Wahrscheinlich vorläufig das letzte. Direkt danach Base City, The First Experience. Distronic, Clay, Novi, G, Platoon, One, I don't know what it is. Und vor allen Dingen möchten wir euch auf hinweisen auf Wir lesen uns die Münder wund. Ein Wettbewerb für junge Literaten mit Texten, die noch nie eingereicht wurden. Und das wird stattfinden am 27.04., am 4.05. und am 11.05. Das sind die Vorrunden. Und das Finale wird dann an einem Freitag, den 10.06. im Literaturhaus sein. So, und jetzt stehen wir hier mit der guten Claudia von Sorisu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das weiß aber niemand so ganz genau, wie man es ausspricht. Ich glaube Sorisu. Okay. Aber ich bin jetzt auch kein Französisch-Experte. Also okay. Das ist, der Name ist wie entstanden? Das war so, ich glaube, das Problem hat jede Band so am Anfang, dass sie einfach nicht weiß, wie sie sie nennen sollen. Und wir haben dann gesagt, wie soll man heißen? Und dann eine Freundin von uns kann Französisch und die hat gesagt, wie wär's denn mit Sorisu? Und wir haben gesagt, das klingt total nett, wir wissen zwar nicht, was heißt, aber das nehmen wir. Ja, weil ich habe das nämlich vorhin gegoogelt. Aha. Beziehungsweise der zweite Treffer war direkt die Übersetzung, Mäuschen heißt ja, das. Genau. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich voll lieb. Wie war eure Band früher? Also, es ist ja so, dass du jetzt alleine auf der Bühne stehst. Genau. Genau. Also als Singer-Songwriter. So in die Richtung, genau. Genau. Und früher ist die Band halt... Da war es auch Singer-Songwriter eigentlich, aber halt natürlich durch Schlagzeug oder Bass oder zwei Gitarren und zwei Stimmen natürlich mehr peppig, sagen wir mal so. Nicht ganz so ruhig und gemütlich, aber auch gemütlich. Naja, also wirklich wunderbar gemütlich. Also die Musik solltet ihr euch nicht entgehen lassen, solltet ihr gerade da sein. Ansonsten, ihr könnt euch das Konzert da hinterher anschauen. Und genau, du bist sehr früh zur Musik gekommen. Ja, das stimmt. Also ich habe ungefähr mit 14 begonnen zum Gitarrespielen. Mein Papa hat mir das beigebracht, so die Grundlagen, sagen wir so. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben, genau. Also das hat mir immer schon Spaß gemacht. Also wirklich, wann ist die Band eigentlich entstanden direkt? Sowieso? 2009, glaube ich. Okay. Genau, und bis 2012 waren wir dann so ungefähr unterwegs und dann hat sich das so in alle Windesrichtungen verstreut und ich bin übrig geblieben. Na, immerhin. Und das ist auch gut so. Wir haben immer schon die Lieder selber geschrieben, was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn einem nichts einfällt. Aber ja, man kann ja dann aus einem Pott greifen, der schon da ist und man kann dann ein bisschen was verändern vielleicht, wo man sich denkt, ach, das fällt mir selber nicht mehr oder so. Und dann bastelt man herum und führt das weiter und dann irgendwann hat man dann hoffentlich ab und zu eine neue Scheibe, sag ich mal. Ja, ein schönes Ergebnis. Kann man das mal ausprobieren, wie es ankommt. Genau. Und wie schreibst du einfach die Songs? Also hast du dann irgendwie eine zündende Idee oder? Nein, eigentlich gar nicht. Das ist so gefühlsabhängig. Also
wenn man jetzt gut drauf ist oder wenn es einem nicht so gut geht, dann sitzt sie mich hin und dann fange ich an irgendwas zum Spielen und ich singe irgendwas dazu und ich nehme das Ganze auf und dann höre ich mir es an und dann schreibe ich so mehr oder weniger ein bisschen mit und dann verfeinert man das so, dass es sich vielleicht reimt. Also das dauert, das ist ein langer Prozess auch es bei ist dir. Ein Prozess, ja. Gut. Und möchtest du einfach noch irgendwas mitgeben an das Publikum? Kommt's vorbei das nächste Mal und na sonst eigentlich danke, dass ich im Fernsehen sein darf. Das ist meine große Ehre, weil noch nie. Hast du einfach in der nächsten Zeit auch ein paar andere Konzerte außer hier? Im Freisitz in Hallein spiele ich das nächste Mal am 19. Juni, Mai. 19. Mai. Okay. Ist auch ein Donnerstag. Donnerstage sind die guten Tage. Na dann freue ich mich auf jeden Fall auf dein Konzert und auch auf das von Desi O'Hara. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich habe schon was gehört. Das ist wirklich eine coole Mucke. Definitiv. Gefällt mir. Dann hat mich gefreut. Danke. Ciao. Mich auch. Und bis später. Tschüss. Thank you.
Grüß euch und alle, die dazugestoßen sind. Geht gleich weiter mit On the Mend. Thank you.
don't mind anyway. So it ended before it began, next to me but far away. Whatever I have done, working out soon.
in so einer gemütlichen Runde ist. Prost! Prost! Solange man da nicht reinrülpst ins Mikrofon. Ist ja zu feminin, ja, so bin ich. Warte, dann nochmal von vorne. Cut! In die Hosen gegangen. Schauen wir mal, wie es heute ist. Gib mein Bestes. Deshalb war es, glaube ich, nicht. Der Kapitaster ist schuld. Ein ganz ein altes Lied. Ganz früh. Immer klein. She wants the perfect man, but no one wants her. Even knowing what for, she's someone who is by her own chose. So much, but she lies on her own. Thank you.
Hochzeiten, zumindest bei den amerikanischen Hochzeiten, da braucht was Altes, was Blaues, was Neues und so weiter und so fort. Immer noch das Alte habe ich schon abgehakt, neu gibt es leider nicht, aber zumindest was Gecovertes. Genau. Und das werde ich jetzt einbringen. Meet Me in the Shade von Chris Creswell. Ein Cover. Just for now.
nächstes nur älter als das alte vorher und etwas schräg. Aber nicht. I am so irritated when I see your face. And I try everything to keep you out of my way. But you seem so electric. You are so Meantime, I'm not so sure if
experimentell. Nein, nicht wirklich, aber das habe ich, glaube ich, auch noch nirgends vorgetragen. Ihr seid quasi die Ersten zu meiner Premiere. Vielen Dank, dass ihr anwesend seid. Meant to be. There are hard times and good ones, you happy bliss beckons. You may miss that and those things, no, there are no other kings. And if you have to cry, be sure that I'll drop by to hold you close and tight, day and night. Be sure you are exactly where you're meant to be. And sometimes you feel like you stand on the wrong side, but be sure you are exactly where you're meant to be. You ask yourself quietly if you can believe what you see. First is heaven. And you flow over with mirth. Then it turns out it's fun. Everything good suddenly gone. And you stand there again with nothing in your hand. And sometimes you feel like you stand on the wrong side, but be sure you are exactly where you're meant to be. Thank you.
like a stop point in my life. And that's how I can say I do love it. Und dass wir wenn viel, viel Leute sind, die nicht zu hören, weil dann fällt das kaum auf. So fällt es natürlich schon eventuell wem auf. Aber was ist passiert? Es schadet einfach nur mit gar nichts. Das war nur ein Warmspielen für das vorletzte Lied. Mein Wohl. This is life.
lost in the sands. I hope I don't get your sand.
Ja, also danke auch an den Punkt. Shaken. Das hört sich hier von Daisy O'Hara. Danke.